Kann man das auch anders verwalten? Sie können natürlich das Ganze so gestalten, wie Sie das wollen. Also so einen WordPress-Blog kann man auch umgedreht formulieren. Also auch so, dass der älteste dann oben ist, macht zwar keine. Aber es wird immer vorne berücksichtigt. Also ich kann es nicht immer. Doch, können Sie. Also das ist. WordPress-Blogs kann man sehr, sehr individuell gestalten. Man kann zum Beispiel nach Kategorien einstellen und so weiter. Aber die Hauptlogik von WordPress-Blogs, und auch wenn man WordPress-Blog als Grundlage für einen Podcast verwendet, ist immer in der Reihenfolge, der kontinuierlichen Reihenfolge, die über das Datum gegeben ist. Genau. Das ist aber schon in die Realisierung geht das jetzt rein. Aber Sie haben auch eine Frage? Passt es? Ja, ja. Wenn ich Schule nehme und da war ja auch, was war das, Differentialrechnung oder so, ja. Podcast, da müsste ich ja eben, oder könnte ich, aus Lehrersicht wäre es ja sinnvoll, diesen Podcast jedes Jahr zu starten. Das ist sicherlich nicht die ursprüngliche Idee, da müsste ich praktisch alle Beiträge rausnehmen und im nächsten Jahr wieder Stück für Stück veröffentlichen oder so. Genau, achso, jetzt verstanden, weil das Problem ist, dass natürlich die ganzen Inhalte dann einmal zur Verfügung stehen, man müsste sie einmal rausnehmen, damit sie dann für die neue Schulklasse wieder von Anfang an zur Verfügung stehen. Gleiche Problem habe ich, da berichte ich einfach aus der Erfahrung, ich habe auch so einen Blog, wo ich die ganzen Inhalte und Videos zur Verfügung stelle, ich lasse die online und lasse die in einem Archiv verschwinden. Das heißt, die werden aus dem Blog sozusagen in eine Kategorie eingepflegt, die dann nicht mehr auf der ersten Seite angezeigt werden. Das heißt, sie landen einfach in einem anderen Bereich. Letztendlich baue ich mir diese Videos aber, ich lade die nicht nochmal neu hoch, sondern ich baue die Videos dann in neue Beiträge, die wieder kontinuierlich erscheinen, neu ein. Also sozusagen, die Videos selber stehen nur einmal auf dem Server irgendwo, in meinem Fall bei YouTube, und ich lade sie dann nicht neu hoch, sondern ich binde sie per Embed-Code einfach in den neuen Beitrag ein. Das ist aber, jetzt geht ein bisschen weiter, das ist schon die Realisierung, wie man zum Beispiel mit Video arbeiten kann. Jetzt sind im E-Studio-Seminar. Wenn Sie das interessieren, wie ich das genau umsetze, kann ich Ihnen nur den Vortrag morgen empfehlen, da würde ich das nämlich vorstellen. Genau diese Variante, wie man mit Lernvideos sozusagen auch ein Seminar gestalten kann. Das ist unter anderem Gegenstand. Ich kann aber nochmal, weil Sie das auch mit Mathematik gemacht hatten, wir haben ein Beispiel, gibt es noch aus der Universität. Und zwar ist das, ich hoffe, dass der Link noch ordentlich funktioniert, die Kreativwerkstatt. Achso, jetzt tue das hier unten auf. Da gibt es noch eine ganz andere interessante Variante. Und zwar, dass man Audio- und Videopodcast miteinander kombiniert. Das heißt, es wird ein mathematisches Problem sozusagen im Audiobeitrag diskutiert. Es gibt ein Video dazu. Im Video wird mit Formeln das Ganze dargestellt. Und es gibt noch dazu Arbeitsblätter, um das Ganze umzusetzen. Also da nur als Beispiel, dass man natürlich auch das so umsetzen kann. Gut, so ganz grob zu den Beispielen, wirklich nur ganz grob. Wie sieht das Ganze in der Produktion aus? Wenn ich mir jetzt überlege, als Schule sage, ich finde das eine spannende Sache, ich würde auch gerne einen Podcast machen, welche Arbeitsabläufe muss ich berücksichtigen? Klar, hier haben wir das an einem Beispiel von 2005. Wir haben Alice und Bob. Wie kriegen wir sozusagen den Audiobeitrag oder die Idee eines Audiobeitrags zu Bob? Das ist ganz einfach. Ich brauche eine Aufnahmemöglichkeit. Das kann entweder ein Rechner sein, das kann aber auch ein Audiogerät wie dieses hier sein. Das ist hier drin ist eine Zoom H2 versteckt, das werden Sie gleich sehen. Mit dem Gerät nehme ich das Ganze auf. Ich lade es herunter, ich schneide es hier gegebenenfalls noch drauf. Ich lade das, konvertiere das in eine MP3. In der Regel sind Audio-Podcast als MP3-Studios zur Verfügung. Ich binde sie entweder ein in einen RSS-File, in so einem Weblog, das zur Verfügung gestellt werden kann, oder ich lade es zum Beispiel auf einen eigenen Server und lasse diese Einbindung komplett über iTunes erledigen. Es gibt da auch eine Möglichkeit, dass man seinen Podcast darüber integriert. Wichtig ist letztendlich, dass dieses Produkt im Internet zur Verfügung steht und damit Bob die Möglichkeit gibt, mit seinem Rechner das Ganze runterzuladen. Er fragt sozusagen an, erstmal in Schritt 6, abonniert diesen Podcast. Der Rechner lädt es automatisch runter und Bob kann es entweder auf seinem Rechner oder auf einem mobilen Device abspielen. Welche Möglichkeiten zum Erstellen von Podcasts gibt es? Ich würde das jetzt abbrechen,
weil wir wirklich relativ weit fortgeschritten sind, wenn wir da wirklich noch produktiv heute werden wollen. Ich würde Ihnen die Folien gerne zur Verfügung stellen. Ich gehe davon aus, es gibt, glaube ich, für jeden dieser Beiträge gibt es so einen Bereich im Wiki, da werde ich die Folien einfach reinstellen. Die Folien sind alle verlinkt, also das heißt, Sie klicken da drauf, kriegen diese ganzen Informationen. Ich hoffe, Sie sind auch relativ erklärend, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, es sind aktuelle Beispiele drin, welche Werkzeuge, das möchte ich zumindest einmal erwähnen, Podcast-Hosting, da kann man 30 Megabyte im Monat kostenlos hochladen und sozusagen seinen Podcast hosten. Also Sie brauchen ja irgendwo einen Server sozusagen, wo diese Audiobeiträge abgelegt werden. Da ist Podcast-Hosting als deutscher Anbieter durchaus zu empfehlen. Ja? Darf ich trotzdem was dazu sagen? Der würde dann sozusagen jetzt nicht nur die Dateien dort lassen, sondern dann auch eine Möglichkeit mit einer Übersetzung und RSS-Feed, das wäre alles dabei. Das ist zum Beispiel das von Herbert Just, das ist genau dort gehostet, bei dieser Seite. So würde es das dann aussehen. Das heißt, Sie haben einen normalen Beitrag, den Sie erstellen können, ein bisschen Text dazu, den Titel dazu erstellen, und Sie laden es im MP3-File hoch und alles andere übernimmt sozusagen der Dienst, generiert daraus einen RSS-Feed, wo der Text eingebunden ist, wo dieser Link zu dem Audio-File eingebunden ist und alle anderen können das sozusagen von der anderen Seite abonnieren. Das ist ein sehr charmanter, einfacher Weg. Es gibt sogar noch einfacher. Und zwar gibt es mit diesen Diensten hier, SoundCloud zum Beispiel, können Sie sogar online das Ganze aufnehmen. Das heißt, Sie können, brauchen noch nicht mal mehr ein Audio-Schnittprogramm oder sonstiges. Sie können das Ganze bei SoundCloud zum Beispiel aufnehmen und dort direkt ablegen. Hier gibt es noch Video-Varianten, wenn man Video-Screencasts machen möchte. Also bei mir ist das relevant, weil ich zum Beispiel für meine Lehrveranstaltung nehme ich diese Folien zum Beispiel nur auf und den Ton dazu, das, was ich einspreche. Und da würde so einen Screencast, so ein Screener-Tool oder Screencast-Fonetic, würde dafür völlig ausreichen. Es gibt sozusagen nicht die Möglichkeit, dass ich ein Audiogerät extra verwende oder dass ich eine Videokamera dafür benutze. Das kann man direkt am Rechner machen. Wie gesagt, da verweise ich dann auf morgen, da kann ich Ihnen das nochmal im Detail zeigen. Das ist der eigentliche Fokus jetzt. Und dafür haben wir jetzt gut eine Stunde, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit. Und zwar fände ich es toll, wenn wir es hinbekommen, die Erarbeitung eines, wir müssen es nicht 5-minütigen Beitrag machen, der kann auch einminütig sein, der kann deutlich kürzer sein. Es geht nur einfach darum, dass Sie einmal mitgemacht haben, die Konzeption solch eines Audio-Podcasts, dafür kriegen Sie Anweisungen oder Hinweise, dass wir einmal uns mit den Geräten auseinandergesetzt haben, dass wir wissen, wie das funktioniert. Und das ist die größte Herausforderung, weil da läuft uns die Zeit um davon. Ich habe natürlich auch die Geräte hier, die sind auch vorbereitet, da ist auch ein Schnittprogramm drauf, das heißt Audacity, ein Open-Source-Audio-Schnittprogramm. Für diejenigen, die sich wagen an die Kamera und lieber ein Video machen wollen, da schneiden wir dann auf meinen Rechner, weil da habe ich ein Movie drauf, das geht dann mit dem Video da schneller. Ziel ist es, durch reflektiertes Handeln ein Prinzip des Podcastings lernen und nachvollziehen und einschätzen lernen, um es auf den eigenen Vorhaben anwenden zu können. Das Ganze ist nicht auf meinem Mist in Anführungszeichen gewachsen. Das ist mit freundlicher Genehmigung der AG Podcasting der Uni Koblenz und zwar mit Namen da Andreas Auberter. Den kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Er hat einen eigenen Podcast, einen Bildungspodcast. Das heißt, er greift da viele Bildungsthemen auf und beschäftigt sich natürlich auch immer wieder mit dem ganzen Thema, wie kann man Podcasts sinnvoll im Lehr- und Lernkontext einsetzen. Da auf jeden Fall die Empfehlung. Das sind die Arbeitsaufträge. Viel Auswahl haben Sie. Das soll natürlich auch nicht, Sie müssen jetzt nicht sozusagen nicht selber ein Format ausdenken. Es gibt die Möglichkeit, Soundseeing zu machen. Das heißt, beim Soundseeing geht es darum, eine Geräuschcollage zu erstellen. Akustische Spiele, da geht es darum, sich ein interessantes Thema auszudenken. Vorsicht, nicht hinfallen. Ein interessantes Thema auszudenken und das mit sprachlichen Mitteln umzusetzen. Also Sie sehen, mit einfachen Mitteln das Content entsteht. Der Werbetext wäre eine interessante Sache. Sie könnten zum Beispiel irgendeines der heute hier vorgestellten E-Learning-Tools, die Sie kennengelernt haben, einen Werbetext dafür machen. Sie können aber auch ganz einfach eine Diskussion, ein Interview mit einem selbstgewählten Thema erstellen. Die Kursivgestellten sind sozusagen spontan, wenn jemand eine Multisprachen-Variante wählen möchte, da gibt es auch ein Spiel dazu.
Das könnte eine Geschichte erstellen, allerdings ist es da, braucht man einfach mehr Zeit. Diese Workshops sind eigentlich dafür angelegt, dass man 3x3 Stunden zur Verfügung hat. Sie sehen, das ist eigentlich, wir machen das jetzt richtig komprimiert. Auch der Kommentar ist eher was, wenn man die Möglichkeit hat, einen Text dazu, genauso Sachtext, das wären die umfangreicheren Varianten. Wir sind jetzt auch nicht so umfangreich, dass ich habe überhaupt nicht gewusst, wie viele Leute kommen. Es hätte sein können, dass 3 Leute kommen, es hätte aber auch sein können, dass 30 Leute kommen. Deshalb habe ich alle mitgebracht. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf die 4 Themen oben. Und ich hoffe, dass wir alle 4 Themen zusammengestellt bekommen. Wir sollten nicht ganz so große Teams machen. Ich würde 2 bis 3 Leute maximal empfehlen. Und ich hoffe, dass das ganz viel in der Schule selbst organisiert funktionieren und die Leute mir signalisieren, welches Thema sie machen. Also ich fände es interessant, einen zu machen, den man vielleicht dann nächste Woche in der Schule einsetzen kann. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen fachabhängig. Ich habe Mathe, Physik, Informatik. Ich weiß nicht, ob es da zufällig jemanden gibt oder irgendwas Richtung Medienerziehung. Das ist ja fachunabhängig. Genau, also thematisch wird es, die Vorschläge, die hier drauf sind, wenn es jetzt ums Thema geht, sind wirklich immer auf Bildung ausgerichtet. Hier geht es dann immer, sind Bildungsthemen vorgeschlagen, die man bearbeiten kann. Mir ist das gleich, also das können Sie natürlich machen. Ich weiß nicht, wie Sie wollen auch mitmachen, oder? Auch wenn Sie hier spontan sozusagen gerade reingekommen sind und ein bisschen überfallen werden. Aber ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass wir ein... Da hat sich der erste... Genau. Akustische Spiele habe ich gerade schon einmal vergeben. Wollen Sie eines von den Workshops dann nehmen oder sagen Sie, Sie machen es ganz frei und probieren einfach mal eins für den Unterricht selber umzusetzen? Das ist sozusagen nur die Stütze, wenn für die, wie man das in der Schule auch kennt, ne, die Stütze braucht man ja auch. Können Sie das einmal durchgeben, die akustischen Spiele zu der Gruppe? Ich weiß nicht, wollen Sie beide zusammenarbeiten und Sie beide zusammenarbeiten? Wir hätten das Thema 3, den Werbetext. Der Werbetext? Und Soundscene habe ich auch gerade schon gehört. So. Vielleicht können wir in Form von einer Diskussion aufziehen. Ja, das ist doch einfach vorstellen. Das hört sich doch gut an. Dann können Sie das machen, nicht so? Das ist das, das war der genau so 1 bei der Hin. Die Diskussion. Sie können sich schon mal zusammensetzen, Sie können schon mal anfangen zu lesen, währenddessen werde ich Sie ein bisschen palabern. Und zwar, bei der Diskussion wird es sich anbieten, kleiner Augenblick noch, bei der Diskussion wird es sich anbieten, das Ganze als Video umzusetzen. Die Gruppe hört genau nicht zu. Das ist die einzige Gruppe, die nicht zuhört. Schlimm, schlimm. Kann ich Ihnen das Video anvertrauen? Wollen Sie die Diskussion mit Video aufzeichnen? Als große Herausforderung? Sie überlegen 5 Minuten. Akustische Spiele brauche ich die Fragen nicht zu stellen, weil da gibt es nur die eine Variante. Ich werde das jetzt so machen, dass ich in die Gruppen reinkomme und die Audiogeräte einmal kurz anhalte, vorstelle, damit Sie wissen, wie Sie das Ganze umsetzen. Ganz kurz noch ein organisatorischer Hinweis. Wir haben es ja jetzt um 5. Oder knapp vor 5. Ich würde es so sagen, Sie haben 10 Minuten, 15 Minuten, sich darüber Gedanken zu machen, was Sie in diesem inhaltlich machen wollen. Dann haben Sie 15 Minuten Zeit, das Ganze aufzunehmen. Und dann ist es ist wirklich sportlich. Und um 17.30 Uhr fangen wir an, das Ganze zu schneiden. Also es ist wirklich flink durch. Wir wollen richtig sportlich das durchziehen. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Haben Sie dann noch bitte auch? Leider nicht. Leider. Ich habe es nur 2x ausgetauscht. Sie wissen doch, Ressourcen sparen, Ressourcen sparen. So. Ich glaube, ich lasse Sie alle erstmal kurz ein bisschen anlesen. Das Einzige, was wir machen können, ihr könnt so ein paar Arbeitsgruppen aufnehmen.